Ich habe nicht die beste Stimme. Das sagen mir auch meine Mitbewohner manchmal, wenn ich dann richtig laut singe. Ja, Tella! Dein Blick ist ja mega gut! Witzige Internetvideos, kreative Selfies, das ist genau mein Ding. Außerdem finde ich natürlich das Thema Mode super spannend. Und deshalb freue ich mich sehr auf jemanden, der sich sowohl im Netz als auch mit Klamotten richtig gut auskennt. Und ich habe ein cooles Versprechen für euch zu Hause, denn nach dieser Sendung werdet ihr wissen, was die coolsten Online-Trends sind und was modetechnisch 2021 echt angesagt ist. Er wird es nämlich euch und mir verraten, Internetstar Nick Kaufmann. I like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys. Hi Nick, schön dich kennenzulernen. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich freue mich, dass wir heute auch einen kleinen Clip erstellen werden. Da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Wirklich, ja, ich auch. Ich meine, ich liebe das, mein Hobby. Das ist mega gut. Aber zuerst möchte ich dich so ein bisschen über Social Media ausquetschen. TikTok, Instagram, YouTube, du bist überall aktiv. Du hast Millionen Follower, tausende liken deine Fotos jeden Tag. Bist du bereit für eine kleine Schnellfragerunde? Ja, natürlich. Shall we play a game? Selfies oder fotografieren lassen? Fotografieren lassen lieber? Ja, ich mag Mode und in Selfies sieht man halt meistens ja, nur gut, von so stimmt. Hier hoch und ich feiere es halt, wenn man das ganze Outfit sehen kann. Was sind so für dich coole Posen, die auf Fotos immer gut aussehen? Ein paar von meinen Lieblingsposen sind zum Beispiel so zu tun, als ob ich laufe, wo ich so mache oder so. Pose. So durch die Haare zu gehen, dann sieht man sein Gesicht viel besser. Photoshoot. Und was ich auch ganz oft mache, ist so irgendwie nach oben gucken und so von der Seite. Das sieht man auch die Wange ganz gut. Pause, ja, pause. Mitsingen oder eher mit Tanzen? Beides. Ah. Yeah. Wenn ich den Text auswendig kenne, dann liebe ich mitzusingen. Ich feiere es einfach und ich fühle dann den Song richtig. Ja. Ich habe nicht die beste Stimme. Das sagen mir auch meine Mitbewohner manchmal, wenn ich dann richtig laut singe. Welchen Song feierst du gerade? Suavemente, bei Elvis Presley. Genau, ohne Musik kann ich nicht. Suavemente. Ja. Was ist für dich so ein Online-Trend, den du gerade richtig cool findest? Wenn so Paare so Matching-Outfits-Videos machen, so Klamotten, die halt zusammenpassen, von Farben oder auch vom Look. Weil ich finde das einfach unglaublich süß. So, wenn ich eine Freundin hätte, würde ich auch dasselbe machen und auf Instagram posten. Was ist für dich so ein Online-Trend-No-Go? Ja, also ich mag die Trends nicht, die zu viel so, wo man seinen Körper zeigt und so. Das ist sowas, was ich persönlich nicht so wirklich feiere. Oh no. Und ich finde auch, dass es viel coolere Sachen gibt, die man posten kann. Du bist ja in Singapur geboren und aufgewachsen und bist dann ganz alleine nach Deutschland gekommen, was ich total krass finde. Glaubst du, dass dir das ganze Social-Media-Dasein auch geholfen hat, um in Deutschland richtig anzukommen? Also ich glaube schon, es hat auch mein Deutsch echt viel schneller verbessert. Ich fand es schwierig, Leute kennenzulernen, weil mein Deutsch damals nicht so gut war und ich war auch nicht so selbstbewusst in meinem Deutsch. Ich habe durch Social Media viele Leute kennengelernt, die dieselben Interessen hatten als ich und ich spreche dann mit denen auch meistens Deutsch. Das hat schon das Leben in Deutschland viel einfacher gemacht. Das Internet ist so dein Zuhause, aber gibt es auch irgendwas, was dich so ein bisschen stört an der ganzen Sache? Fast jeder postet natürlich immer die besten Sachen aus ihrem Leben und man hat so ein sehr schnelles Gefühl, dass man nicht so aussieht, wie man aussehen möchte und ich kenne das als Typ auch. Man denkt dann auf einmal, ich sehe selber nicht so aus, finden mich Leute überhaupt attraktiv. Und diese Gedanken, das kommt in so eine Spirale, wo es immer schlimmer wird. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig in deinem Leben, dich selber als ein Mensch zu lieben, egal wie man aussieht zum Beispiel. Jeder hat ja was Spezielles und ich finde es total schade, das habe ich nämlich ganz oft das Gefühl, dass irgendwann alle gleich aussehen. Das ist total langweilig. Ich finde, man muss echt bodenständig und sich einfach selber sein, weil wenn man ein cooler Mensch ist, dann werden das auch Leute feiern. Wahre Worte, schönes Schlusswort. So bist du auch. Du bist auch echt. Und du siehst auch aus wie auf den Fotos. Also du siehst nicht anders aus. Das ist schon mal gut. Jetzt hocken wir hier die ganze Zeit zwischen coolen Klamotten. Wollen wir mal ein bisschen rumgucken? Ja, können wir machen. Okay, komm. Gebe alles, was ich hab, für alles, was ich will. Ich will eine ganze Menge, also gebe ich ganz schön viel. Lebe für die Sache und weiß nicht mal, was sie ist. Ist auch egal, so was bist du solange du? Ich was fühl. Ich tausche ein bisschen Mut gegen tolle Du warst ja auf der Fashion Week in Berlin. Das ist so die Messe, bei der Designer ihre neuesten Sachen vorstellen.
da ein paar Trends aufgeschnappt, die auf jeden Fall in diesem Jahr angesagt sind? Also bei Fashion Weeks ist es immer so, dass die Klamotten sehr, sehr auffällig sind. Aber ich bin jetzt durch den Laden gelaufen und mir ein paar Sachen ausgesucht, die dieses Jahr, glaube ich, mehr im Trend kommen. Das erste ist so ein Vintage-Pullover. Die werden jetzt ganz oft mit weißen Kragen darunter getragen, entweder mit Hemd oder Polohemd. Ich trage es selber sehr oft. Ist so ein bisschen schuluniformmäßig. Ja, genau, ein bisschen so als was anderes von diesem Ripped-Jeans-Hoodie-Look, den es so die letzten paar Jahre jetzt gab. Das zweite, was ich hier habe, das hier. Das ist eine Anzugshose in eine bisschen besondere Farbe. Ich finde, dass so Pastellfarben immer mehr so im Trend werden. Yeah. Die wirken auch einfach nicht so bunt, wie ein ganz krasses Grün. Okay, also man darf sich auch wieder an Farbe rantrauen, aber eher so ein bisschen softere Töne, nicht so knallige Sachen. Mhm. Und das schicke Thema zieht sich so durch, also sowohl bei den Pullis als auch bei den Hosen. Es kann gerne so ein bisschen schicker wirken, auch wenn es cool getragen ist. Ne? Das Letzte, was ich habe, einfach so ein kariertes Hemd, die sind immer cool. Man kann sehr viel mit so einem kariertes Hemd machen. Man kann es über einen Hoodie tragen, man kann das Hemd so tragen im Sommer. Das wird, glaube ich, immer cool sein. Gerade bei dem Hemd, ich meine, das könntest du voll cool sein. Ich könnte es aber auch mit einem weißen Shirt einfach auch anziehen. Das ist gerade eigentlich ein sehr großes Thema mit Mode, dass weibliche Sachen okay sind für Männer zu tragen. Ich finde das richtig cool. Das ging mit Ringe und so los und so Schmuck und dann lackierte Fingernägel. Aber auch einfach allgemein so Sachen, die also unisexen, wo Männer sich dann mehr trauen, solche Sachen zu tragen. Jetzt haben wir auf jeden Fall einige Tipps bekommen. Danke schon mal dafür, Nick. Ich brauche jetzt ganz viele Tipps, weil jetzt ist es soweit, Leute. Wir drehen unseren eigenen kleinen Internetclip. Ich habe mir vorgestellt, so um die 15 Sekunden. Und irgendwas mit Mode wäre cool. Und vor allem irgendwas Lustiges, weil das passt zu mir. Okay, ich freue mich. Ich bin ready. Cool. Let's do it. Auf geht's. Es ist soweit. Hast du eine Idee, was wir machen können? Wäre cool, wenn wir ein Video machen, wo wir so einen Übergang von unseren normalen Klamotten zu unseren Vintage-Klamotten machen. Ja. Es gibt auch einen Song, der gerade im Internet so trendet. Ja, also okay. Rasputin von Boney M. Wir könnten diesen Trend benutzen. Was hältst du von der Idee? Du hast am Anfang gesagt, du findest so Outfits, die zusammenpassen, cool. Wenn wir uns hier was suchen, was irgendwie auch matcht. Man kann ja lustig matchen. Ich habe Sachen gefunden. Muss ja jetzt nicht so stylisch sein, kann ja auch witzig sein irgendwie. Okay, wow. Jess, machen wir dann Türkis oder welche Farbe? Dieses Türkis und das Pink. Okay. Profi. Ja, dann brauchen wir eigentlich noch irgendwas, um unsere Position zu markieren, so was Kleines. Ach so, zum Wechseln nachher. Dann wir genau dass wir da wissen, stehen, dass wir, wo wir genau stehen. Also habt ihr vielleicht irgendwas? Ja. Oh nein, okay. Okay. Oh Gott, wie aufregend. Okay. Tada! Mega Outfit! Ich liebe das total. Sieht so cool aus. Das fühle ich gerade sehr. Mega gut. Dein Blick ist ja mega gut. Das finde ich voll lustig. Yeah. Du bist so ein gesamtcooler Typ irgendwie. Danke. Bleib so wie du bist und zieh deinen eigenen Style durch. Ihr habt hoffentlich auch ein paar Sachen mitgenommen. Und ich freue mich riesig über unseren Clip. Ihr wartet wahrscheinlich schon gespannt darauf. Hier ist unser fertiger Clip und wir sagen schon mal Tschüss von Kika Live. Bis dann. Bye. Tschüss.